Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Eleanor und wir haben gerade ein alterndes Filmsternchen befragt, die fast Opfer eines Mordanschlags geworden wäre mit einer Beifahrerin. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Spital, um eben die Beifahrerin zu befragen. Mal sehen. Aha. KGP, all the car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Okay, die ist schon wieder bei Bewusstsein und wir sind 11K Roger, en route. Wir sind 11K und. Wir fahren den gleichen Weg wieder retour. Ich fand diesmal ein wenig vorsichtiger, okay. Aber Leute, das ist LA. Man fährt einen Block mit dem Wagen. Cool. Ah, das ist gleich hier, super. Zentralklinik, 8.20 Uhr. Okay, Bukowski. Lass es uns angehen. Wartest du da draußen? Na klar. Hello, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. Ja, Schwester? Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Ah. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey! Where is the telephone? Do you know who I am? Seht ihr, da ist unser Filmstar gerade reingeschubst worden. Cool. Gut, wir müssen da rein. Ah, wir können da mit wem? Ah, mit der Arzt? Hello, rein. Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Sie wird sich kaum erinnern können. She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. Chloral She's still hydrate. A minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Guter Einwand, aber das geht mir auch nicht ein. Wegen einer Vergewaltigung, da ein Doppelmord und ja. Okay, gehen wir mal rein zu ihr. Feeling better since this morning, Jessica? Ja, Jessica, hi. A little. My head still feels swimmy. Da war was. Aha. Wichtige Person aktualisiert. Einlieferungszeit 2.45 Uhr. Patientenname Jessica, Alter 15. Der Webley. Beschwerden, Schädeltrauma und leichte Verletzung durch Autounfall. Spuren von Chloralhydrat im Blut, externe Blutergüsse im Genitalbereich und andere Hinweise auf Missbrauch. Spuren von Chloralhydrat im Blut, kürzliche, keine weiteren Sedative, ohne ausdrückliche. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Okay, das ist der Beweis für mich. Just standing around here looking at me, not saying anything. Ja, Entschuldigung, Schatzi, wir sind ja schon bei dir. Und? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Okay, Schatzi. Du süße Kleine. Jessica Hamilton, 15 Jahre, weiblich, blaue Augen und braune Haare, Beifahrerin des Unfallfahrzeugs. Gehen wir mal. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Nothing happened, du Heinzi. Ja, aber das wirst du wohl noch wissen. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? Ja, genau. I'm not lying to you. Ja, ja, wir haben jetzt eine Unterwäsche mit. We found your underwear and your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies.
Ja, ja. I told Junie what happened and she told me to toughen up. But that was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? Yeah. It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Yeah, yeah. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Ja, gut, Dirndl. Du hast eine Freundin, das ist unglaublich. Ja, fragen wir mal. You need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry then. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Ja, das ist natürlich gelogen. Dafür haben wir auch einen Beweis. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Ja, ja. Und? Den Brief von der Mama. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? Ja. I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Gut so. Und die Verbindung zu Bishop. Ja. Komm. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Aha. What's the story with Bishop and Mrs. McCaffrey? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Yeah. Screaming, really. Yeah, das kann sie, gell? She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Aha. Ja, und wie haben sie das geregelt? Na gut, Mädchen. Noch einmal. Du bist ja so eine Nette. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. It's very difficult to think of anything. Leute. Der Arzt hat gesagt, sie kann sich an nichts erinnern und ja. Schaut sie nach oben, links, rechts? Nein, tut sie nicht. Oh, die Wahrheit. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Die Meerjungfrau. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. Eine Jungf? We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Okay, okay. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Ja, und so werden unsere Filmstars erzogen. Na gut. Gibt's da noch was? Ja, das haben wir schon. Lassen wir das. Den Beweis haben wir und da gibt's auch nichts mehr, oder? Doch. Don't think this is any use to us. Not much help. Okay. Das war's dann wohl. Da können wir noch aufschauen. Und da vorne sind noch Zeitschriften, die schauen wir uns auch an. Sorry, Leute. Don't think this is anything. Nee, das können wir auch lassen. Gut so. Da liegt hier auch ein Zettel, oder? Aber was soll's. Gut. You're making me uncomfortable. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Ja, genau. Who the hell is that? Must be her lawyer. The lawyer expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her.
Oh oh. There she goes. Come on. Neues Ziel, Jule Ballard. Beschatten, ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Ballard is definitely up to something. Schon, erzähl uns was. Das ist der grüne Wagen da vorne, oder? Ja. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Ja. Scheint so. Und rechts abgebogen. Komm, big up, Alter. Und schon wieder links. Jetzt? Oh. Was macht die da? Get in there and see what she's up to. Okay, Leute, ich glaube, wir machen hier einen kurzen Schnitt, bevor das weitergeht, und sehen uns gleich wieder, wenn es da heißt, dieses Filmsternchen zu verfolgen. Okidoki, bis gleich, Leute. Ciao.